Was zum... Guck mal, die Fliegen. Von Fliegen umschwärmt und da unten rote Flecke. Also, die haben es von einer etwas seltsamer Art, ihre Vorräte zu Das lagern und sieht zu ein bisschen so trocknen. aus wie die große Version von diesen, was ich früher Schafe nannte. Ja, das wäre möglich. Und hier gibt es wirklich viele davon. Die bewegen sich auch etwas seltsam, wenn man sich das hier anguckt. Geddon. Mal Geddon Also heißen das ist mag. ne schon eindeutig irgendwie zu nah an Fukushima haben die gewohnt. Weiß auch nicht. Ich habe mir so ein Gesicht noch nie von Namen angeguckt. Da hast du nichts verpasst. Aber mach ruhig, ich meine, die sind ja Jetzt grün und achtet mal blau, darauf, was was? die für Fleischwunden haben hier. Der Und hat da irgendwie hängen auch drei Arme zu viel. teilweise Arme an Stellen, wo keine Arme hingehören. Ich zoome mal hier gerade so schön ran. Was heißt so schön? Na, ist das nicht hübsch? Na, ist das nicht super hübsch? Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, haben die sich den Arm noch zusätzlich dran gebaut? Ist das etwas, was sie wollen? Oder weil warum sah das da so zerfleischt aus? Ihr wisst, was ich meine. Der Hitzschlag hat den gar nicht. Und wer den Arm hat, der hat an der Stelle sowas. Soll ich sagen? Als ob das dran genäht worden wäre, wie von Terry Pratchett's Ivan, aber dilettantisch. Igor, nicht Ivan, Igor. Igor, natürlich ein Igor, wie konnte ich das und so weiter, ne? So, den habe ich mal ins Reich der Träume geschickt. Oh mein Gott. Das wirklich Schlimme ist, die droppen dann so Sachen wie Lendenschurz. Haben wir schon sowas Schlimmes? Ne. Gott sei Dank. Fomoria-Lendenschurz, ne? Was will man nicht im Gepäck dabei haben? Was ist denn etwa ein Gedon Abomination, also Eine Abomination? Abomination, das ist eine furchtbar verabscheuungswürdige Kreatur. Ah, okay. Können wir mal dieses Gebiet jetzt verlassen? Und Ja, ich muss ich will dazu schon die sagen, ganze Zeit das nicht das Gebiet ganze verlassen. Shrouded Isles ist so schäbig wie hier bewohnt, sondern eigentlich gibt es hier auch ganz nette Sachen und schöne Sachen. Ich erinnere mich an große, starke Tiere, natürlich auch gefährlich, aber nicht so hässlich. War das auf der anderen Seite? Genau weiß ich Ja, nicht mehr. wir machen ja einmal die Runde. Ich würde auch vorschlagen, dass wir Tour the Wheel, also den Dungeon, wo die Fomoria quasi ihr Hauptquartier haben, den lassen wir jetzt mal aus. Ansonsten können wir da vielleicht auch irgendwann mal leveln gehen. Just for fun. Oh, hier werden die jetzt orange. Oh, da Gelb und muss ich ein bisschen orange. Also da muss man. konzentrieren. Und da steht auch schon einer mitten auf dem Weg, um uns. Und dann gibt es noch einen Achtung! roten Sylvan Shade. Die sind auch aggro. Und jetzt haben wir gerade zwei, drei Drei Viecher hinten laufen dran hinter uns hängen. her. Ja, das macht ja nichts. Solange die nicht Mehr vor casten, ist uns das kommt. alles kein Problem. Nee, sie bleiben alle zurück und fertig. Da kommt. Ach, oh, der ist lila. Da sind diese riesigen hirschartigen, aber mehr so Ja, die Richtung meinte ich nämlich. Zombie-Hirsch. Der ist orange, ne? Vorsicht, hier ist auch wieder alles voller Sylvan Shades. Ein, zwei sind ja Ja, nicht so das Problem, aber wenn dann mehrere kommen, dann wird es für uns schon spannend. also das ist ein roter. Ich meine, Aber wenn ich jetzt ich will mal jetzt mal zu versuchen dem würde, Hirsch den. hin. Komm, lass uns mal versuchen, zu dem Hirsch hinzukommen. Wollte eigentlich den Schatten hier erstmal. Achtung, links von dir. Ja, Schatten. ich weiß, das will. Hab den schon im Blick. Ja, dann mach ihn platt. Komm, mach ihn platt. Was soll das denn? Jawohl. Und feste. Ja.
Komm immer auf den falschen Knopf. Ich will 4-5 drücken und drück 3-4. So, Ja, jetzt so ist was der Hirsch passiert. natürlich auf einmal hier vorne. Soll ich den mal Ja, ich rauspullen? versuch mal. Pass auf, ich kann den pullen. Ja, Das. cool, ey, das ist. So, einmal gemetzt und dann Amnesie bricht den Metz und dann kommt er. Ja nicht toll aus. Nö, Das der ist ja sieht nicht ein furchtbar ganz aus. tolles Tier. Hast du dir den mal angeguckt oder bist du gerade ironisch? Ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Also sagen wir mal Ich so, ich sehe finde die das Rippen, da ist Fellmuster. Fleisch, da ist ein Knochen, da ist. Bäh. Nein, das sieht so, das ist ein Muster. Ich habe das immer als ein buntes Muster gesehen. Ehrlich? Jetzt guck dir den nochmal an, bitte. Ja, Da ist der schau mal. Schädel. Da sind die Rippen. Da hängen Fleischfetzen runter. Nee, das ist, für mich ist das alles, das ist einfach ein schönes Fellmuster. Aber okay, ich gebe es zu, wahrscheinlich ist es anders gemeint, denn so gut wie ich denke, Ja, ist ein es nicht von schönes anderen gedacht, Fellmuster. vermute ich. Bitte. Ach Sehr so, und hier schön. links erinnere ich mich, gab es noch was ganz Gemeines. Ja, was Nämlich, denn? was war das denn? So kleine auf dem Boden kriechende, hast du nicht gesehen, aber ich finde es jetzt gar nicht. So eine Art Pilze oder was war das? Nee, die Erinnere gibt's mich hier auch gar nicht, nicht sondern die mehr. gibt's woanders. Na gut, dann komme ich mal zurück. Wir sind nämlich So. jetzt in Alid Feil oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist Und für sprint wieder ein an. High-Level. Ja, also das ist hier eigentlich unser Level. Früher war man mit unserem Level auch hier, hat dann gekillt oder ist vielleicht in den Dungeon gegangen. Also von hier, ich habe das gerade auf der Karte mal auf. In die Richtung zum Dungeon werden die Mobs immer stärker und hier oben kann man dann schon mit einer schönen Gruppe 40er bis 50er ordentlich leveln. Früher War war schon das wieder ein zumindest so. Bartentrainer. Ja, jetzt bin ich ja Alles. trainiert. Ein, was ist Ach, das? hier. Kritzix. Ja, das ist nämlich der Neutrale. Der gibt es manche Aufgaben, wo man mit ihm zusammenarbeiten muss. Hier in der Nähe ist auch eine Brücke, die zu überqueren sehr schwierig war. Ja, da werden Ja, jetzt da. Was ist das für ein Wesen gewesen, links von uns, ein ne? Wesen gewesen. Das Kang, sind oder was war diese das? Bugbär. Ein Käferbär, hießen die auf Deutsch. Und das ist das. Da ist so Da. ein. Die sind, glaube ich, aggro. Ich kann das gerade nicht lesen, weil ich hier die Karte drüber gelegt Ja, habe. ja, Vielleicht sollte ja, ich mir ja. die Karte einfach mal so. Komm auch noch ein zweiter, so wie es aussieht. Ich weiß nur nicht, wer jetzt auf uns sauer ist. Ist das gut, dass wir die killen? Ich lese mir das mal eben durch. Die Knoxgrax sind jetzt böse auf uns. Die kann ich gar nicht aussprechen hier. Sotzig mögen uns jetzt mehr. Der Tree of Ages mag uns jetzt noch mehr. The Watcher mag uns mehr. Das sind, glaube ich, die Guten, die uns jetzt mehr mögen. Und die Butoniden sind die Bösen, die uns weniger mögen. Ist also okay, wenn wir die killen. Spielt hier echt eine Rolle teilweise, welche Factions man verärgert und mit welchen man sich freundlich mit sich gut stellt. Irgendwie kam man da auch hier oben drauf und konnte man dann so oben. Badenspielerei. Das sind absolute Ah, Spielereien. ich erinnere mich, dass man ganz weit geradeaus und dann links um den Berg rum irgendwelche Aufgaben erfüllen musste. Oh, der ist hier aber böse. Vorsicht. Hier ist alles böse. Das ist ein ganz böses Gebiet, wo du hier mal eben einfach so läufst. Du kommst auch nicht Ja. ungeschoren Ach, den der ist Weg neutral. entlang. Der ist neutral. Super. Ich will uns ja die Runde zeigen. Ich weiß, das kann spannend werden. Aber was soll's. Hier, So, ich welche nochmal auf Quest der. musste man noch mal immer links um den Berg verschwinden? Was war das denn noch? Das war. Ich erinnere mich. Oh, Vorsicht, die sind ja aggressiv, Hilfe. Noch einer. Boah. Hat er Das dich erwischt? Ja, ne? war. Ja, der hat mich erwischt und ich. Trotz Warte, ich Sprint nehme den kriegt er Schiller mich. mal eben ab. Hopp. Okay. Ja, wir haben sonst keine drauf.
Da kriegte man so eine Halskette, die war lange Zeit von den Stats her wirklich gut. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie die... Genau. Ja. Da kriegte man nämlich immer eine zufällige Belohnung und die Quest konnte man immer wiederholen, bis man diese Halskette kriegte. Und die war wirklich von den Stats her so, dass man die gerne haben wollte, auch noch in späteren Zeiten. Genau. Gut, irgendwann war sie dann nicht mehr so gut, aber doch relativ lange hat man sie gemacht. Und ich glaube, da gab es auch extrem viel XP für. Das war auch ein Grund, die zu machen. Deswegen war es eigentlich gut, wenn man quasi Pech hatte und bei der zufälligen Belohnung immer die Kette nicht bekommen hat, denn dann durfte man die Quest nochmal machen und hat die XP abgesahnt. Genau so war das. Und davon gab es nicht nur eine, sondern es gab eine ganze Reihe von Quests hier in Shrouded Isles, wo man sich dann so eine Art Set zusammenholen konnte an Schmuck. Achtung, vorne rechts, jawohl. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was man ja, renn sofort hinter uns her, du musst größeren Abstand machen. Den habe ich erst gesehen, als der quasi vor mir aufgepoppt ist. Hier machen wir kurz einen Abstecher in den Ort, zeigen kurz und gehen dann wieder weg. Hier sind auch, also was ich jetzt auf der Karte zeige, den linken Bereich, der ist super gefährlich. Da sind Mobs, die auch für 50er Lila sind und teilweise mit, nein, wir gehen hier nicht hin. Wollte ich gerade sagen, wie kommst du darauf, dass wir da einfach rein können? Achtung, wir sind hier hinten. Ach, die, ja, okay. Die konnte man sich irgendwie auch freundlich machen, wenn man die richtige Faction immer gekillt hat. Also wenn man immer die Bösen quasi gekillt hat, dann wurden die schließlich irgendwann neutral und irgendwann, glaube ich, sogar freundlich, dass man da die Händler auch benutzen konnte. Aber also anfangs sind die aggressiv. Also diese seltsamen Luftquallen. Ja, genau. Nee, am Anfang ich meine jetzt nicht die Quallen, sondern ich meine da diese Sylvaner-artigen. Ja, das wollte ich nur sagen. Diese Luftquallen findet man hier auch überall. An denen konnte man herrlich leveln. Aber die waren nicht ohne, erinnere ich mich. Die so, gehören auch das, zu keiner... Stimmt. Zu keiner Fraktion an. Also es bringt nichts, wenn man die... Ich habe es nie geschafft, hier reinzukommen. In den Ort. Echt? Ja, also ich glaube, diese... Ich bin nicht sicher. Diese bösartigen Insekten, wenn man von denen genügend killt, dann werden die hier freundlich. Rechts wieder Mobs. Aber genau kenne ich mich hier auch nicht mit den verschiedenen Fraktionen aus und welche mit wem verbandelt sind und welche die Feinde von den anderen sind. Weil als Shrouded Isles rauskam, da habe ich noch gar nicht gespielt. Und deswegen habe ich mich dann auch mit dieser Erweiterung ja gar nicht so sehr beschäftigt, weil ich ja noch voll und ganz damit beschäftigt war, in den normalen Gebieten irgendwas zu machen. Boah, ach, links lila, rechts rot. Ja, ab. Noch ein aggressiver. Wow. Also es kann durchaus sein, dass wir hier diese Rundreise nicht überleben. Sage ich mal ganz vorsichtig. Es ist vielleicht nicht so gefährlich wie damals beim Drachengebiet. Aber auch nicht ohne. Boah. Und ich habe kein SOS Achtung, mehr, weil ich Achtung. Das ja mir weggeskillt habe. Boah. Ja, da war Glück gehabt, die wollten das von uns, ne? Ja, Glück war das nicht. Das ist hier mein Baden-Navigationsskill gewesen, kein Glück. Achtung, diese Unsichtbaren wieder, die sind ja besonders schlecht. Ja, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Hm, dachte ich mir. Weil die Bäume hier wirklich fantastisch. Die Vögel, ich erinnere mich. Was heißt Vögel? Keine Ahnung, was das sind. So eine Art Dinosaurier. Hier, Achtung. Mit den Bäumen, da durfte man auch nicht die falsche Sorte killen. Ich glaube, die durfte man aber killen. Die sind aggressiv. Ja, die sind alle aggressiv. Ja gut, dass sie aggressiv sind, das heißt noch nicht, dass man sie killen darf.
Weil, hast ja gesehen, in dem Dorf gerade, die waren auch aggressiv, aber die will man sich ja auch freundlich machen. Das heißt, die sollte man dann auch nicht Nein, killen. das stimmt. Was ich jetzt sagen wollte, ist nur, zeig